Damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es dabei mal um die Schuldenbremse gehen. Und wie immer würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr einmal in den Link in der Videobeschreibung guckt. Da haben wir für euch Lernhilfen gemacht, die gehen rund um den Sozialstaat. Insbesondere geht es dann natürlich auch um die Schuldenbremse. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr da mal vorbeiguckt. Ansonsten, jetzt geht's los. Und jetzt widmen wir uns auch direkt der Schuldenbremse. Dabei wurde die Schuldenbremse direkt im Jahr 2009 im Grundgesetz verankert. Sie basiert dabei auf dem Gedanken, dass man grundsätzlich versucht, die Schulden einzudämmen. Das wurde natürlich insbesondere in der Situation um 2007, 2008 beschlossen, wo die Finanzkrise stattgefunden hat. Das heißt, hier sah man die Notwendigkeit, den Haushalt, ja, zu beschützen und dadurch eben auch die Schulden zu reduzieren. Ganz wichtig hier also die Idee, dass man grundsätzlich Schulden eindämmen wollte. Das wollte man umsetzen, indem man ab 2016 den Bund verpflichtete, keine neuen Schulden mehr aufzunehmen. Außerdem sollten die Länder ab 2020 keine weiteren Schulden mehr aufnehmen. Das ist also die groben Gesetzregelung, die Schuldenbremse im Grunde eine Art Pakt, auf den sich Bund und Länder geeinigt haben, um künftig Schulden zu reduzieren, aufgrund der Idee, dass man eben mit der Schuldenbremse zum Beispiel eine nachhaltige Generationengerechtigkeit fördern kann. Das ist ein ganz wichtiger Begriff, der in vielen Klausuren auch gefordert wird, dementsprechend unbedingt die Schuldenbremse mit der Generationengerechtigkeit verknüpfen. Was heißt das jetzt konkret? Natürlich gibt es auch noch Ausnahmen. Das heißt, man hat zwar grundsätzlich festgelegt, dass es in der regelmäßigen Situation, insbesondere in konjunkturell besonders guten Situationen, keine Schulden mehr aufnehmen möchte. Dennoch ist natürlich wichtig geworden oder wurde festgelegt, dass es auch Ausnahmesituationen gibt. Dementsprechend wurden die für diese besonderen Situationen natürlich zusätzliche Regeln erschaffen. Diese greifen insbesondere bei konjunkturellen Notsituationen. Das ist natürlich ganz wichtig. Man versucht zum Beispiel durch Deficit Spending in negativen Zeiten, ähnlich wie die nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik das vorsieht, Schulden aufzunehmen, um so dann langfristig das Wirtschaftswachstum wieder zu fördern und in den Supersituation, in der Situation, wo der Staat an sich wieder gut aufgestellt ist, dann Schulden zurückzuzahlen bzw. keine neuen Schulden auf jeden Fall mehr aufzunehmen. Also die erste Notsituation oder die erste Sondersituation, eben die konjunkturelle Notsituation. Dann gibt es noch die Notsituation bzw. die besondere Situation einer Naturkatastrophe, genauso eben auch wie die von Ausnahmezuständen. Das heißt, in besonderen Städten, wenn zum Beispiel der Ausnahmezustand in Deutschland ausgerufen werden kann, können auch Schulden aufgenommen werden, um zum Beispiel die Bundeswehr zu finanzieren oder andere Konjunkturpakete anzustoßen. Des Weiteren wurde beschlossen, dass der Bund weiterhin 0,35% des BIP aufnehmen darf. Das heißt, von dem BIP, also dem Bruttoinlandsprodukt des jeweiligen Landes, Deutschlands in dem Fall, darf der Bund noch 0,35% Schulden pro Jahr aufnehmen. Das sind also die ganzen Ausnahmeregelungen, die zu der Schuldenbremse noch hinzugehören. Und das soll es auch schon wieder gewesen sein von diesem Video von uns. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal unterstützt. Das könnt ihr machen, indem ihr jetzt dem Video ein Like da lasst, unseren Kanal abonniert und auch gerne kommentiert unter diesem Video, falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt. Und das soll es sozusagen gewesen sein. Haut rein und ciao. Und jetzt widmen wir uns auch direkt den Folgen von Staatsverschuldung. Und zwar ist das erste natürlich, wenn der Staat sich konsequent verschuldet, beziehungsweise wenn er sich in einem Jahr verschuldet, dann kann das dazu führen, dass er natürlich die Schulden tilgen muss, beziehungsweise es ist natürlich ziemlich sicher, dass er diese Schulden dann tilgen muss. Und diese Tilgung, also das Rückzahlen der Schulden, die der Staat aufgenommen hat, blockiert natürlich zukünftige Haushalte. Das heißt, zukünftige Haushaltsplanungen, die der Wirtschaftsminister oder Finanzminister vornehmen, die werden dann natürlich enorm davon beeinflusst, von einem großen Geldbereich, der erstmal zurück in die Verschuldung oder in die Rückzahlung der Schulden geht. Dann haben wir einen Crowding-Out-Effekt. Das heißt, wir sehen am Kapitalmarkt, dass der Staat Schulden aufnimmt und dadurch die Schuldenquote bzw. die Zinsen, die auf die Schulden gezahlt werden, natürlich höher werden, weil es steht weniger Geld zur Verfügung, was verlieren werden kann. Und dadurch kommt es dann dazu, dass dieser Crowding-Out-Effekt sich am Kapitalmarkt festiert. Das führt wiederum dazu, dass Privatkapitalnehmer weniger Geld nehmen, weil sie eben diese hohen Zinsen dann nicht bezahlen können, die der Staat sozusagen verursacht hat. Und dadurch kann es dann dazu führen, dass man insbesondere kleinere Unternehmen, aber auch zum Beispiel Hausbauer aus dem Kapitalmarkt verdrängt.
Des Weiteren ist natürlich die Generationengerechtigkeit betroffen. Das heißt hier konkret, dadurch, dass man die Staatsverschuldung in einem Jahr macht, kann es dazu führen, dass in 10, 20 oder 30 Jahren die zukünftige Tilgung, also diese, die das sozusagen blockiert, kann natürlich dazu führen, dass die Generationen in der Zukunft davon betroffen sind, eventuell bestimmte Einnahmen bzw. bestimmte Ausgaben nicht gemacht werden können, da man hier erstmal die Schulden zurückzahlen muss, da man Zinsen bezahlen muss. Das heißt, hier wäre die Generationengerechtigkeit betroffen. Dabei möchte ich aber nochmal einige Hinweise geben, was man beachten sollte, wenn man sich die Folgen von der Staatsverschuldung anguckt. Und zwar ist natürlich ein ganz klarer Effekt, hier wurde das jetzt sehr negativ dargestellt, aber Schulden können sich natürlich auch durchaus positiv auswirken. Das heißt, Schulden können auch dazu genutzt werden, jetzt zum Beispiel im Beispiel von der Generationengerechtigkeit, können dazu genutzt werden, in zukünftige Generationen zu investieren. Eine solche Investition kann zum Beispiel in die Bildung gehen, kann aber auch verschiedene andere Aspekte der Zukunft abdecken. Das heißt, dass man zum Beispiel in die Umwelt investiert, hier dann sozusagen in die Nachhaltigkeit investiert und dadurch können sich die Schulden natürlich auch extrem positiv auswirken. Das ist natürlich hier schon mal klar hervorzuheben. Außerdem sind die beschlossenen Maßnahmen sehr unterschiedlich. Dementsprechend kann man sie nicht alle hier, wie ich das gerade schon angedeutet habe, als negativ darstellen. Es kann nämlich durchaus sein, dass man, wie gerade schon angehört, Zukunftsinvestitionen trifft oder auch Investitionen trifft, die eine weitere Krise verhindern. Und diese Maßnahmen können natürlich dann sich entgegen zu anderen Maßnahmen, die vielleicht steuerverschwendend sind, sehr positiv auswirken und dementsprechend auch einen positiven Nutzen haben. Und des Weiteren, und das ist jetzt der letzte Effekt, dass sich die Schuldenaufnahme natürlich enorm unterscheidet. Es gibt durchaus Effekte, wo es auffällt, dass dieser Crowding-out-Effekt nicht so stark auftritt, weil die Schuldenaufnahme gar nicht groß genug dazu ist. Das heißt, was ich hier als Aspekt genannt hatte, diesen Crowding-out-Effekt, den man am Kapitalmarkt durchaus vorfinden kann, der ist natürlich nicht immer vorzufinden. Das als letzter Effekt hier zur Schuldenaufnahme. Und damit würde ich sagen, gucken wir uns jetzt auch direkt den demografischen Wandel an, der sich natürlich hier direkt auf den Sozialstaat bezieht. Und da kann man natürlich direkt am Anfang schon mal die Aussage treffen, dass der demografische Wandel den Sozialstaat enorm betrifft. Insbesondere natürlich dadurch, dass der demografische Wandel sich direkt auf die jeweilige Zusammensetzung, die Demografie in dem einzelnen Land bezieht, ist es auch für Deutschland ein sehr großer Wandel, der insbesondere in Deutschland natürlich auch auf den Sozialstaat und auf all seine Facetten sich auswirkt. Das führt dann natürlich dazu, dass politische Entscheidungen letztendlich auf diesen Wandel angepasst werden müssen. Das heißt, Politiker im ganzen Land müssen gucken, okay, welche Entscheidungen treffen wir im Hinblick darauf, dass der Sozialstaat in der nächsten Zeit betroffen ist. Das heißt, es kann insbesondere natürlich sein, dass der demografische Wandel die Rentenkassen bzw. aber auch Arbeitslosenversicherungen und so weiter und so fort belastet und dadurch kann es dann dazu kommen, dass bestimmte politische Entscheidungen getroffen werden müssen, damit man nachhaltig dieses soziale System absichern kann. Das heißt, dass bestimmte Sozialkassen einfach noch gut gefüllt sind und dass man insbesondere in Jahren, wo das sehr positiv verlaufen ist, also wo ein Wirtschaftswachstum vorlag, wo enorme Steuerbeträge gezahlt wurden, dass man diese Steuern dann natürlich dazu einsetzt, langfristig den Sozialstaat abzusichern. So ist es natürlich auch in den letzten Jahren geschehen. Das aber hier nochmal als Ergänzung zu, wie so politische Entscheidungen angepasst werden müssen. Dabei ist es ganz wichtig, dass verschiedene Faktoren dabei einwirken. Das heißt, der demografische Wandel in Deutschland bezieht sich auf zwei wesentliche Faktoren und die werde ich jetzt im Folgenden einmal nennen. Und zwar ist der erste Faktor, den man hier benennen kann, die Enthäuslichung der Frau. Dabei ist das Wort natürlich mit Vorsicht zu genießen. Allerdings kann man ja im historischen Verlauf feststellen, dass früher die Frau natürlich insbesondere die war, die im Haus sozusagen ja, die Rolle der Mutter übernommen hat, die Rolle der Hausfrau übernommen hat und der Mann arbeiten gegangen ist. Das hat sich in den letzten Jahren natürlich im Zuge der Emanzipation, aber auch generell im Zuge eines anderen Rollenbilds der Frau komplett geändert. Und diesen positiven Effekt hat leider natürlich auch einen negativen Faktor, nämlich dass er sich natürlich auf den demografischen Wandel auswirkt. Denn dadurch, dass hier jetzt ein verändertes Rollenbild vorliegt,
hat man festgestellt, dass die Frau auch nicht mehr so viele Kinder bekommt, dass das die Familie ein bisschen im Hintergrund gerät im Vergleich zur Karriere. Dieser Trend ist zum Beispiel in den letzten Jahren wieder deutlich rückläufig. Allerdings kann man das hier klar hervorstellen als einen Faktor des demografischen Wandels in Deutschland. Ein weiterer Faktor ist dabei die veränderte Elternrolle. Das heißt, die Eltern haben nun ein ganz anderes Bild, beziehungsweise sind anders in den Sozialstaat eingebunden, beziehungsweise auch anders bezogen auf ihre Kinder. Das heißt, das Kinderkriegen ist vielleicht noch eine Priorität, die eine Familie hat. Allerdings hat man hier auch gestiegene Erwartungen an die Eltern, die dann dazu führen, dass sich manche Familien dazu entscheiden, keine Kinder zu bekommen, weil sie sich nicht wohlfühlen mit der Entscheidung, weil sie zum Beispiel denken, dass sie nicht ausreichend Kapazitäten bzw. nicht ausreichend Kapital dafür haben, ihren Kindern das optimale Leben zu ermöglichen. Und der letzte Punkt bzw. der letzte Faktor, der hier natürlich auf den demografischen Wandel einwirkt, ist eine steigende Lebenserwartung. Das heißt, Menschen haben in Deutschland eine seit Jahren kontinuierlich steigende Lebenserwartung. Und diese wiederum führt natürlich dazu, dass insbesondere der ältere Teil der Gesellschaft, der zu großen Teilen nicht mehr arbeitet, ein gestiegenes Alter hat. Und diese natürlich dann einerseits die Sozialkassen belasten, beziehungsweise ja, das Geld ausgezahlt bekommen, was sie ja im Zuge ihrer Arbeit bekommen haben. Und was natürlich auch dazu führt, dass dann die Menschen, die im Zuge unseres Systems noch einzahlen müssen, dann einen höheren Beitrag leisten müssen, beziehungsweise dass diese Gelder anders verteilt werden müssen. Das also die Faktoren des demografischen Wandels.